Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online mit Mitako LP und der Welt. Hallo. Ja, und Start verpeilt. Ja. Sehr schön. Guter Anfang. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Komm schon noch nach vorne, ist meine Strecke. Meine aber auch. Ich war bis jetzt hier auf der Strecke so selten irgendwie Letzter oder so. Ich war meistens Erster. Keine Ahnung. Danke. Oder zumindest zwischen den ersten 5 oder so. Tja. Und wie findest du, dass Club Nintendo zumacht? Toll, ganz toll. Vor allem jetzt, wo man so viele Punkte hat, ne? Ach nee, oder? Ja, ich weiß. Das ist ein bisschen blöd, ja. Aber die wollen ja was Neues machen dann. Ich bin optimistisch, ja. Ich hoffe auch, sie kündigen das rechtzeitig an oder so. Nicht, dass es... Mal gucken, ich habe jetzt letztens meine 3000 Punkte noch rausgehauen für den Zelda-Soundtrack. Ja, viel Spaß damit. Danke, werde ich haben, danke. Ich wäre auch schon froh, wenn der Super Smash Bros. Soundtrack mal ankommen würde. Ja, den habe ich auch noch nicht, ne? Aber... Da weiß man, der auch braucht. Ja, wird noch ein bisschen dauern. Ich meine, ich denke nicht, dass den viele Leute schon haben. Oder das wird halt irgendwie nach chronologisch vielleicht... Oder nach Zeit nicht, ausgeliefert und ich war relativ spät dran bei meinem 17. Ne? Und es ging ja nur bis 20. und kann sein, dass ich dann später dran komme als jemand, der halt früher registriert hat. Ja, aber der DLC könnte langsam mal kommen, weil Mewtwo und so, ne? Das wäre nur eine E-Mail irgendwie. Ja. Wäre irgendwie schon mal ganz schön, wenn man da Ja, das stimmt. Hört. Ja gut, das muss wahrscheinlich erstmal fertig gemacht werden, bevor ihr da irgendwas. Keine Ahnung. Naja, abwarten und Tee trinken. Abwarten und Tee trinken. Wir werden bestimmt nicht allein gelassen. Ich hoffe nicht. Nee. Wenn nicht, ich bestimme schon. Keine Angst. Es ist kein Problem. Welchen Platz bist du eigentlich? 5. Und du bist vor mir. Was? Hinter mir? Ja. Oh. Gefährlich. Du schießt mich nur wieder ab. Ja. Nee, ich habe nur einen Stern. Also alles cool. Eieiei, ich glaube, ich kann dich nicht mehr überholen. Selbst mit Pilzen nicht. Na, oh. Ja. Naja, Dritter. War knapp. Dritter. Immerhin Dritter. Puh. Guter Start. Naja, geht so. Plus 20 Punkte, kann sich sehen lassen. Du holst mich was bald ein mit deinen Punkten. Ja, ich hatte, wie ich krank war, doch ein paar relativ gute Rennen mit dabei. Mhm. Da waren auch welche mit 10.000 Punkten und die habe ich gnadenlos abgezogen. Dann gehst du mit plus 30 Punkten aus dem Rennen raus. Ja, das ist natürlich unfair. Aber naja, was heißt unfair? Aber ja, ich habe... Ich meine, die haben so viele Punkte und können nicht Auto fahren. Das ist halt das andere. Ja, ich meine, was soll ich jetzt sagen? Ich habe überhaupt nicht gezockt in den letzten Wochen. Deswegen... Ja, auch wenn Mario Kart 8 so regelmäßig auf meinem Kanal kommt, zocke ich es eigentlich fast nie in letzter Zeit. Das ist eigentlich alles vorproduziert. Ja, kenne ich auch, aber ich nehme dann auch immer am Stück auf und es sind dann mal 3-4 Parts oder sowas. Ja, da habe ich genug. Hat man da mal ein bisschen Zeit? Genug momentan. Nein, nicht der. Zuckersüße Canyon. Ja, der Zuckerkuchenberg. Nein. Mit 12.000 Punkten ist noch drin, das heißt, wenn ich gut fahre, gibt es wieder jede Menge Punkte. Ich bin einer mit den wenigsten Punkten hier, was ist denn los? Loser. Wir müssen später den Raum wechseln, ich sehe schon. Disconnect wegen zu schlechten Fahrens. Rage Quit wegen zu viele Punkte. Der Donkey Kong weg mit dir. Ja, ich bin mal gespannt, was die jetzt dann aus dem Club Nintendo machen. Ja, ich auch. Das eine wird zugemacht und jetzt soll es ein neues Bonusprogramm geben. Ich bin mal gespannt. Ja, ich meine, es gab ja vor Club Nintendo, da hieß es ja VIP 24-7. Ja. Also wer kommt auf den Namen, das ist ja richtig beknackt. Aber, also ich habe auch Club Nintendo eigentlich nicht so ganz verstanden. Also als Club, da... finde ich eher, das ist sowas, wo man quasi persönlich hingeht und dann gemeinsam irgendwas macht. Ja, und ja gut, man muss sagen, damals gab es ja noch die Club Nintendo Zeitschrift, das war halt so N64 Zeitalter. Die gab es dann immer kostenlos irgendwie beim Spielehändler. Ja, okay.
aber ja, ja gibt's halt auch nicht mehr, ne? Und ich habe, als ich die GameCube bekommen habe, die war bei meinem Onkel noch auf dem Speicher, hat er mir dann geschenkt, mit Top-Titeln, Mario Kart und so und mit Controllern und da waren auch noch diese Codes drin und okay. Ich habe probiert, die einzulösen beim Club Nintendo. Kannst du vergessen. Abgelaufen. Vergessen, nee, geht nicht. Und mal abgesehen davon, ich konnte dieses Ding nicht freirubbeln. Das war so alt, dass ich, als ich gerubbelt habe, ist es einfach total verwischt. Kenn ich auch, wenn du die Zahl mit wegrubbelst. Ja. Also entweder ich hätte die Zahl mit weggerubbelt oder ich habe nichts mehr lesen können. Nichts. Das war halt ziemlich kacke, aber gut, ich habe dann doch, was ich noch entziffern konnte, habe ich dann entziffert und ausprobiert und da ist ja klar, dass es nicht geht, ne? Leider. Ja, habe ich bei DS-Spielen auch ausprobiert, ging dann auch nicht mehr, weil abgelaufen, ne? So, ein bisschen Endspurt einlegen hier. So, ich bin auch dabei. Ach, Bombe. Falsch geworfen. Wow. Ich muss sagen, ich bin Erster. Nee, oder? Ich hab den Mission mit 12.000 Punkten noch abgehängt. Fickt euch doch, Alter, ich war Dritter, Junge. Und dann trifft mich ein roter Panzer und jetzt bin ich Achter. War das mein oder kam der von vorne? Boah, nee, der kam von hinten, glaube ich. Ja, okay, aber, war's doch nicht mein. Aber, boah. Ich hasse sowas. Ja, ich sag ja, ich hatte ein bisschen Training in meiner Auszeit. Meine eine Woche Auszeit, das ging dann dafür schon. Hatte ich halt Smash Bros. Training. Ne? Ja, das müssen wir auch nochmal austesten. Das ist eigentlich ja. Wir haben genug Zeit. Aber da kann ich nur Mr. Gabit watchen. Ja. Ich warte ja noch auf den Amiibo von dem. Den will ich nämlich unbedingt haben. Ach so, ja, stimmt. Gibt's aber auch ist auch demnächst noch nicht angekündigt. Mhm. Also bis März ist ja angekündigt oder April, ich weiß gar nicht. Genau, ja. Aber da ist noch nichts zu sehen von Mr. Gabit Watch. Ja. Puh, keine Ahnung. Also es sind noch ein paar übrig, ne, von den Charakteren. Ja, Mega Man kommt jetzt als nächstes und Sonic. Das sind ein bisschen Schuld, glaube ich, noch. Ja, so das sind aber, ich habe mir überlegt, das sind eigentlich so Charaktere, die hätten sie auch ziemlich früh schon reinschmeißen können, eigentlich wegen ihrer Bekanntheit einfach. Also Mega Man und Sonic und so, die, also. Ja, schon, aber. Ja. Keine Ahnung, oder was mich auch wundert, Bowser, dass der so spät gekommen ist, also. Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber ja, gut, wir entscheiden das nicht. Wahrscheinlich haben die sich auch nichts dabei gedacht, ne? Einfach. Naja, die werden schlicht. Ja, Hauptsache es kommt raus, ne? Jetzt kommen ja demnächst auch die nicht Smash Bros. Amiibos. Genau. Sondern die normalen. Die Super Mario-Reihe. Ja, da will ich hier den Toad will ich haben, weil den kann man Captain Toad benutzen. Ja, klar, den. Und dann kann man 8-Bit Toad-Dingens in jedem Level. Ja, das ist ja. So kleine Sprites. Ist schon cool, ne? Ich hole mir den dann auch. Aber auf der anderen Seite, bei der Ankündigung habe ich mir so gedacht, ja, wenn sie den Amiibo registrieren, dann schalten sie Pixel tot frei. Also, ich habe auch ein bisschen Genau, ich so, ja, und? Also ich werde es halt nicht nochmal durchspielen, nur wegen dem Pixel. Ja, genau, okay, so. Ich probiere es halt mal aus oder so. Ja, oder? Genau. Nettes Gimmick, aber jetzt ist kein Grund nochmal durchspielen. Ja, echt so, ne? Ich habe mir gedacht, ja, und weiter, ne? Aber wenn das alles ist, ist auch, Achtung, Bombe. Ja, hab ich mitbekommen. Also, aber bei Mario Party 10 zum Beispiel, da ist ja schon eine vollständig andere Amiibo-Funktion, ne? Wo dieser eine Modi komplett freigeschaltet wird. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Und ich finde den Yoshi-Amiibo viel süßer als den für Smash Bros. Findest du? Ja, doch, finde ich schon. Boah, das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich meine, ich habe mir die auch so angeguckt, aber Yoshi ist jetzt sicher auch mein Charakter, den ich jetzt unbedingt, aber ich sag mal so, wenn du dies schon so vergleichst, da fallen dir schon so ein paar Unterschiede auf, ne? Also, ich meine, vor allem wenn du zum Beispiel mal Peach ansiehst, ist es natürlich ganz krass, aber weil bei der Super Mario-Reihe ist Peach halt so dieses, ja, diese süße Prinzessin einfach, wie du sie dir aus 3D World vorstellst. Habe ich dich getroffen? Nee, ich bin in eine Bananenschale rein oder so. Ja, meinte ich ja. Echt? War das deine? Kann sein. Ja, das ist von mir.
Und bei Peach, bei der Super Smash Bros. Da sieht Peach einfach so, ja, mit dem Kleid und so irgendwie viel detailgetreuer aus und viel smashiger einfach irgendwie. Aber keine Ahnung. So, dritter. Yay. Yay, siebter. Yay. Boah, yeah. Hast du es drauf? Sehe ich. Ja, schon. Läuft bei mir. Ja, gut, wir fahren jetzt seit ein paar Minuten, also es wird schon noch besser, hoffe ich. Ich sage ja, Kirby kann niemand stoppen, der hat sich jetzt richtig gelohnt, dass ich den gekauft habe, das sage ich dir. Ja. Also er hat ja eigentlich keine Statusveränderung, oder? Dieser nee. Suit. Nee. Nee, aber trotzdem. Dip. So, Excitebike. Auch schön. Nö. So. Nö. Ja gut, Disco ist auch schön. Ja, wie ich dir ja schon geschrieben habe, ich habe, als du mir geschrieben hast wegen Livestream und so, da war ich gerade mitten in der Aufnahme von Löwenzahn. Und das Gute ist, bei Löwenzahn oder generell beim Let's Playing kann ich auch mal auf mein Handy gucken, wenn es nicht so interessant ist gerade. Ah, okay. Bei Ladezeiten, da rede ich dann irgendwie einfach weiter und gucke trotzdem auf dem Handy. Mhm. Und da habe ich gesehen, dass du mir geschrieben hast. Ne? Und dann habe ich das, glaube ich, auch im Part gesagt. Oh, Vitaku hat mir geschrieben und oh, Livestream heute. Oh. Da mache ich wieder mit und so. Es war schon, schon witzig. Wird dann auch witzig sein, wenn man sich das nochmal anguckt, ne? Ja, das ist viel. Aber als ich bei den Smash Bros. Aufnahmen, da war ja auch ein Abonnent von mir, dann du warst dabei und Game Elephant, glaube ich. Und halt ja, ich, weiß ne? Ich. Genau, der Yui irgendwas ja, war dabei. Ja, Yuhan oder wie heißt. Oder sowas, ja, irgendwie sowas. Der war schon nicht schlecht, oder? Der war gut, ja. Also mit, ja, ich habe den dann mal gefragt, was denn seine Mains sind. Und dann hat er gesagt, ja. Link und was hat er noch gemeint? Zero Suit Samus, ja, und ich, ich kann ja gar nichts, mit der kann ich überhaupt nichts. Ich kann mit dem wenigstens was, muss ich sagen. Ich kann halt mit Mr. Game & Watch ein bisschen, mit Knurak ein bisschen, aber ja, wenn es weiter Fahrt geht im Modus, dann habe ich aber trotzdem verloren. Ja, ja. Und, genau. Ja, ja, wie findest du Mario Party? Ich bin jetzt nicht so Fan davon. Weil, weiß nicht, ich finde es mit der Zeit ein bisschen langweilig. Ja. Ach was. Ich glaube, da bist du auch nicht der Einzige, der das findet. Hallo, der dritte rote Panzer, das ist mit euch falsch. Immer wenn ich losfahren kann, trifft mich irgendwas. Also zu Mario Party stehe ich eigentlich. Also, ich habe Mario Party 8 bei einem Freund gezockt und fand das eigentlich ganz cool. Und habe es mir deswegen gekauft. Nur bei Mario Party ist es halt so, du hast so gut wie 0% Langzeitmotivation. Ja. Du zockst es einmal und dann hast du keinen Bock mehr. Und, so sieht's nämlich aus. Also ich kann mich da auch nicht begeistern für. Eben deswegen. Und habe ich das gespielt und naja, war ja so noch im 4:3 Format irgendwie auf der Wii. Und dann kam Mario Party 9 raus und dann habe ich überlegt, ob ich mir das holen soll. Und überlegt, nee, komm, lass es bleiben. Hab Mario Party 8 verkauft, das habe ich gar nicht mehr. Ah, okay. Und jetzt kommt Mario Party 10 raus. Wird vielleicht das beste Mario Party, aber. Und ich habe auch eine Freundin, die das unbedingt spielen will und toll und so. Und dann spiele ich natürlich auch mal mit, ja, aber ich hol's mir nicht, weil das ist mir ernsthaft, also nee, ich mag das irgendwie einfach nicht. Das wird so langweilig. Ja, das kann ich definitiv verstehen. Ja. Ich hatte damals auf dem N64 so Mario Party Time mal mit ein paar Kumpels gespielt, aber so nach einer Stunde wieder ausgemacht, weil nee, dann doch lieber nicht, lieber was anderes. Logisch.